Schiedsrichter haben es anders gesehen. Schobesberger. Ah, schade. Aber Petzos mit der Chance nachzusetzen. So, Schobesberger. Petzos. Guter Pass auf Steffen Hoffmann, der hat viel Zeit. Hat Zeit und Platz, sich den Ball herzurichten. Erster Schuss. Super Pass von Petzos. Gute Übersicht. Überraschend. Viel Platz und Raum für Steffen. Ja, gutes Nachsetzen. Die nächste Chance. So, da könnte jetzt was herauskommen. Zielessen. Passt auf in der kurzen Ecke. Rapid kommt langsam ins Spiel. Riesenchance für Klaassen. Und das ist die Führung aus der ersten gefährlichen Aktion. Bringt Klaassen Ajax in Wien nach 25 Minuten mit 1:0 in Führung. Aus der eigenen Hälfte der lange Ball für Sinkgraven, der da viel zu leicht an Stefan Auer, der ausrutscht, vorbeikommt und dann den leichten Pass spielen kann für Klaassen. Der kann sich den Ball mitnehmen. Das Interesse des BVB nachsagt. Er macht diesen ganz wichtigen Treffer für Ajax und die kommen schon wieder mit der Riesenchance auf den zweiten Treffer. Um Gottes Willen. Riesenglück, Anwar El Ghazi mit dem Außenriss, vorbei an Sonnleitner, vorbei an Nowota, aber Gott sei Dank auch vorbei am langen Eck. Muss er machen. Gute Ballannahme, was macht er draus? Kommt er vorbei? Er kommt! Ja, zu scharf dann, aber er muss den Ball so spielen, sonst bringt er nicht zur Mitte, aber kaum Zeit zu reagieren dafür Beric. Ghazi, die Seite gewechselt mit Sinkgraben und setzt sich durch gegen Sonnleitner. Wieder aufgespielt. Es ist... Masur, Sinkgraven. Oh, kommt wieder vorbei. Noch immer Sinkgraven. Stefan Auer hat ein Schleudertrauma. Und Klaassen, Basur. Der Ball läuft gut, wieder zu Sinkgraben. Und das 0:2, wieder ist es Klaassen. Wieder die Vorarbeit von Sinkgraben. Milik, die Flanke dann von Milik. Und Klaassen mit dem 0:2. Ich weiß nicht, ob Sie wissen wollen, wie es ausgegangen ist, falls Sie sich nicht mehr daran erinnern können. 0:4.
Ja, die Chance und der Anschlusstreffer durch Kainz nach scharfer Hereingabe von Schobesberger. 1:2, Hoffnung bei Rapid. Kainz, der Torschütze. Wer war da draußen am Flügel? Ja, Herr Beric, nicht Schobesberger. Beric mit der Hereingabe, oder? Ja. Und da läuft Kainz perfekt vorbei an Kenny Tete und keine Chance für Espert Zielessen. 1:2. Ah, da rutscht er hart hinein. Ja, da gibt es Rot. So darf er da auch nicht nachgehen. Übermotiviert nach dem guten Ballgewinn, nach der guten Balleroberung, dann diese rote Karte. Da ist er zu spät und so darf er nicht in seinen Gegenspieler hinein rutschen, hinein springen, mit beiden Beinen gestreckt voran. Nein, nein, das ist klar rot. Brutale Attacke von Schwab. Das geht nicht. Das geht gar nicht. Ah, Wahnsinn. Milik. Und Novota macht sich lang, kommt schnell heraus und greift zu. Ja. Findet die Lücke. Und sie lassen. Guter Schuss von Stefan Stangl. Rapid macht das gut. In Unterzahl ist man seit fast einer Viertelstunde. Man kann Ajax seither eigentlich weghalten vom eigenen Tor. Kombiniert gar nicht so schlecht und Stefan Stangl dann mit dieser Prüfungsaufgabe für Jesper Silesen. Drei Dinge, so hat Zoran Barisic gemeint, drei Dinge zeichnen seine Mannschaft vor allem aus. Riesenwille, ein großes Herz und der Ausgleich! 2:2 in Unterzahl. Riesenwille, großes Herz und Erfolgshunger. Robert Beric macht das 2:2. Und spätestens mit diesem ersten Europacup-Tor für Rapid durch Robert Beric erinnert diese Partie an dieses Bundesliga-Duell zwischen Rapid und Meister Red Bull Salzburg hier in Prater, als die Gäste aus Salzburg 3:0 geführt haben und Rapid ausgleichen konnte. Und jetzt gegen Ajax macht man aus einem 0:2 ein 2:2 in Unterzahl. Und der neue Louis Schaub hier mit dem Antritt und mit dem Assist für Torjäger Robert Beric. 2:2. Neuer Spielstand. Rapid. Danke. Oh, der war gut angetragen. Mit Gefühl. In Richtung langes Eck. Masur, aber Novota ist auch da aufmerksam und fischt den Ball aus der Ecke. Spektakuläre, wichtige Parade von Jan Novota. Boah, der geht an die Stange. Gefährlich. Aber nichts passiert, Gott sei Dank, aus der Sicht von Rapid. Eckball von Sinkgraven. Noch da gewesen, die große Chance auf den überraschenden Führungstreffer für Rapid. Und dann noch die Chance für Ajax. Aber Novota mit einer weiteren guten Abwehr.
So, noch einmal Abstoß, vielleicht noch eine Angriffsgelegenheit für Rapid. Schrecksekunde. Ja, da verlässt sich Hoffmann, Sonnleitner auf Novota, aber da ist der Weg noch zu weit für den Ball bis zum Goalie. Aber der war schnell heraus und hat diese Situation Gott sei Dank klären können. So, die drei Minuten sind gleich um und da pfeift ab William.